Ja, 48. Schon 4:48 Uhr. Schönen guten Morgen. Auf geht's. Erster Tag, Trading Week. Und heute geht's gleich los mit einem richtig sportlichen Programm. Gestern Abend saßen wir noch ein bisschen zusammen und haben uns noch ein bisschen so unterhalten, ausgetauscht. Gestern, bei diesen Gesprächen gestern Abend, kam dann die Idee, man kann doch gemeinsam sportlich in den Tag starten. Und letztendlich ist der Plan für heute Fitnessstudio, bisschen Schwimmbad, dann Frühstück und danach laufen gehen. Ja, ich habe mir heute früh die Zeit genutzt, war ja sehr zeitig am Morgen und habe das Video von gestern bearbeitet und euch hochgeladen. Das könnt ihr euch also jetzt gerne schon anschauen. Ich verlinke es auch gerne nochmal hier oben. Und ja, jetzt habe ich gerade 15 Minuten Yoga gemacht. Das ist echt schön. Sonne geht gerade hinter mir auf. Und ja, umgezogen. Und jetzt geht's los. Ab ins Fitnessstudio. Mal schauen, wen ich da heute alles treffen werde. Guten Morgen. Aua. Na gut, es ist noch nicht ganz 7:30 Uhr, aber schöner Fitnessraum. Ja, viele Möglichkeiten. Kettlebells, Kurzhanteln, bisschen Langhantel, Cardio, Geräte für die Hauptmuskelgruppe, alles da. Das ist sehr schön. Was haben wir hinten? Das wird der Kursraum sein. Ah ja. Ja, den Kursraum und hier ist dieser Spiegel, wo man dann spezielle Kurse machen kann, angeleitet. Schön! Hey, da ist er! Guten Auf Morgen! geht's! Henning, klasse! Sport gemacht, wenig geschlafen, aber so einen Sport gemacht. Sehr gut, genau so. So, was machen Super. wir jetzt hier? Was machen wir Ja, wir hier? machen jetzt einfach ein bisschen, wir gucken uns die Geräte an und dann gehen wir zum Frühstück. Ja, so machen wir das. Sehr Und gehen geil. schwimmen. Ja, schwimmen aber Lara auch noch. Nein, auf geht's. Super. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh** you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be. So, das war eine coole halbe Stunde. Ordentlich gepowert. Morgen geht's weiter. Nachher gehen wir nach Laufen. Ja, aber zwischendurch Schwimmen. jetzt eine Runde schwimmen. Genau. So, direkt gegenüber vom Fitnessstudio haben wir das Schwimmbad. Und da sind auch welche schon ganz, ganz fleißig. Ja, riesige Schwimmbahn. Also 30 Minuten hat man jetzt Krafttraining, 30 Minuten eine Runde schwimmen. Dann geht es jetzt gleich zum Frühstück und dann nochmal raus zum Laufen. Ja, hallo ihr Lieben. Ist echt super. Also Henning zieht heute voll mit. Und es passt auch zu seinem aktuellen Kanal auf YouTube. Warte, du hast ja auch einen Ja, Henning laufen. haut raus, auf Ja, jeden Henning Fall. haut raus. Heute zieht Henning mit. Also ist klasse. Schaut ruhig mal auch auf seinen Kanal vorbei. Wie gesagt, Henning haut raus. Ja, ist ja eine super Woche, oder? Und ein super Start. Auf jeden Fall. So, dann haben wir ja, laufen jetzt ein bisschen. Guck mal, wir haben strahlblauen Sonnenschein. Da hinten ist der Strand. Kannst du auch mal zeigen? Da Ja. müssen wir so rumgehen, genau. Hinter der Genau. Strand, genau, super. Und da gehen wir dann noch hin. Dahinter Steigenberger, wo wir das Event haben. Das wird total cool. Und jetzt laufen wir ein bisschen weiter. Also, bis Jetzt, später. bis später. Ja, ihr Lieben, der erste Tag geht nun langsam zu Ende. Es war ein grandioser erster Tag. Ja, frühs als erstes eine Runde Yoga, dann eine halbe Stunde Krafttraining im Fitnessraum, halbe Stunde schwimmen gehen, dann nach dem Frühstück ein wunderschönes Gespräch mit Norman Wells geführt. Ja, über eine Stunde. Das war so genial gewesen. Hat schon so viel gebracht, alleine für dieses Gespräch. Ja, hat sich die Trading Week schon gelohnt. Gegen Mittag gab es dann auch noch eine Live-Verlosung per Webinar vom Uli, die er durchgeführt hat. Und apropos Verlosung, wenn ihr mal mehr über die Ulrich Müller Wealth Academy erfahren wollt, beziehungsweise mehr zum Thema Geld und euer Geld auch in die eigene Hand nehmen wollt und was es da für Möglichkeiten gibt, dann empfehle ich euch, schaut euch die Finance Mastery an. Und aktuell habe ich auf meiner Facebook-Seite dazu ein Gewinnspiel. Für die nächste Finance Mastery verlose ich da zwei Tickets.
Ja, die ist am 3.6. in Frankfurt. Also nehmt gerade an dem Gewinnspiel dran teil. Sollte es nicht klappen, dann besucht unbedingt die Finance Mastery. Die bringt euch so viel. Und in Frankfurt, das wird ein riesen Event werden. Mit Party, mit Aftershow-Gala. Also das wird richtig, richtig geil. Und ja, also nutze das, diese Möglichkeit, und schau mal vorbei. Dann hatten wir um 18 Uhr das Get-Together, wo ganz viele Teilnehmer dann da waren, wir einen wunderbaren Erfahrungsaustausch hatten. Und ja, um 19:30 Uhr gab es dann Abendessen. Und das war ein gelungener Auftakt, er war echt super. Deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt, was dann morgen kommt, wenn es richtig losgeht mit dem Seminar. Und werde euch natürlich weiter berichten. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten abonniert gerne den Kanal. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Viele Grüße hier aus Mallorca. Und denkt dran, immer schön lächeln.